The only people who don't want to disclose the truth are people with something to hide. Geht es nach dem Vorhaben der Finanzoligarchie, dann wird die Welt jetzt in immer rascheren und größeren Schritten entvölkert. Und wenn wir diesem Wahnsinn nur zusehen oder uns gegenseitig darüber informieren, dann wird es leider auch so kommen. Die Wall Street kann besiegt werden, aber nur, wenn man kämpft. In einem wichtigen Schritt hat der republikanische US-Abgeordnete Walter Jones am 11. Dezember gemeinsam mit dem demokratischen Abgeordneten John Tierney eine weitere Gesetzesvorlage für Glass-Steagall in das US-Repräsentantenhaus eingebracht. Das Gesetz ist das Gegenstück zur Gesetzesvorlage S-1282, dem 21st Century Glass-Steagall Act von 2013, die am 19. Juni durch Senatorin Elizabeth Warren eingebracht wurde. Damit gibt es jetzt jeweils zwei gleichlautende Gesetzesentwürfe zu Glass-Steagall im US-Senat und im Repräsentantenhaus. Sind Gesetzesentwürfe in beiden Häusern gleich, so muss auch später im Vermittlungsausschuss keine einheitliche Version formuliert werden und das Gesetz bietet so weit weniger Angriffsfläche für die Handlanger der Wall Street im US-Kongress. Jones und Tierneys Initiative kommt zeitgleich mit der Einführung der sogenannten Volcker-Regel in den USA. Lyndon LaRouche hatte diese Volcker-Regel als absoluten Blödsinn bezeichnet. In den ganzen USA kam es bereits zu einer Reihe heftiger Gegenreaktionen auf ihre Einführung. Der ganz offenkundige Versuch der Regierung, damit die wachsende Mobilisierung für die strikte Glass-Steagall-Bankentrennung einzudämmen, hat genau das Gegenteil bewirkt. So schrieb selbst die Financial Times, die Regulierungsbehörden hätten derartig viele Zugeständnisse beim Entwurf der Regel gemacht, dass es schwierig würde, irgendjemandem zu erklären, wie das Ganze nun funktionieren soll. Bei der Financial Times hieß es weiter, man kann Banken auf bessere Art sicher machen, indem man ihnen bestimmte riskante Geschäfte ganz verbietet. Das war die Herangehensweise beim Glass-Steagall Act, der Banken vom Wertpapierhandel trennte. Die jetzige völlig ineffektive Volcker-Regel sollte, so Financial Times, nicht für echten Fortschritt gehalten werden. Der ehemalige Senator Ted Kaufman beschrieb in Forbes Magazine unter dem Titel »The Volcker Rule Will Not Work« selbige Volcker-Regel als den größten Schweizer Käse in der Geschichte der Finanzregulierung. Er schlussfolgert, die Volcker-Regel würde sehr wenig dazu beitragen, den Too-Big-to-Fail-Banken Hochrisikogeschäfte zu verbieten. Kaufman weiter, »Das wird erst passieren, wenn ein neues, starkes Glass-Steagall-Gesetz eingeführt wird, das Geschäfts- von Investmentbanken trennt. Die Frage ist nur, wie viel Schaden angerichtet wird, bis das passiert.« Das trifft es ganz gut. Lyndon LaRouche hatte während der letzten Monate mehrfach darauf hingewiesen, dass das ganze Finanzsystem und damit auch die Wirtschaft der transatlantischen Welt vor dem vollständigen Kollaps steht. Sollbruchstellen gibt es genug. Gegenwärtig sind zwar die Verhandlungen über den Übergangshaushalt in den USA im US-Senat im Gang, aber bereits Mitte Januar muss dieser bestätigt werden, sonst wird es wieder zu automatischen Kürzungen durch Präsident Obamas Sequestrierung kommen. Am 7. Februar wird es dann wieder zu Verhandlungen über die Schuldenobergrenze kommen müssen, die in den gegenwärtigen Verhandlungen gar nicht berührt wurde. Helga Zeppler-Rusch machte bei ihrer Rede beim Europaparteitag der BÜSO am 1. Dezember den Punkt, dass das System völlig bankrott und im Begriff ist zu kollabieren. Es nutzt nichts, auf die Börsenkurse zu schauen, sondern man muss sich die physische Realität vor Augen führen. Und die reflektiert sich in Europa in der hohen Jugendarbeitslosigkeit, der sinkenden Lebenserwartung und der vollkommen sinnlosen Zerstörung ganzer Länder wie Griechenland. Mit der Bankenunion in Europa soll jetzt das sogenannte Bail-in eingeführt werden. Eine neue Mogelpackung, bei der es erneut darum geht, das gigantische internationale Derivategeflecht bankrotter Großbanken zu retten. Durch eine neue Gläubigerkaskade soll der Steuerzahler entlastet werden, indem zur Bankenrettung künftig nicht mehr oder zu geringerem Umfang staatliche Rettungspakete eingesetzt werden. Jetzt werden die Aktionäre der Bank zur Kasse gebeten und dann die Gläubiger der Bank, zu denen auch die unversicherten Gläubiger gehören, also diejenigen, die der Bank Geld leihen, indem sie zum Beispiel ein Konto dort eröffnen. Mit anderen Worten, das Prinzip Bail-in heißt Enteignung. Und Enteignung in diesem Umfang bedeutet für die meisten Menschen, auch hier, dass ihnen die Mittel zum Überleben genommen werden.
Die Weigerung des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, steht genau in diesem Kontext. Zur Substanz des Assoziierungsabkommens mit der EU gehört Deregulierung, ebenso wie die Politik, die auch in anderen EU-Ländern zunehmend zur Deindustrialisierung geführt hat. Weder will man sich in der Ukraine dem kommenden Bail-in-Regime anschließen, noch will die Ukraine ein neues Griechenland an der russischen Grenze werden. Anstatt sich dem bankrotten transatlantischen System anzuschließen, blickt die Ukraine nach Osten auf die Zusammenarbeit mit China und mit Russland. Die Vorsitzende der ukrainischen progressiven sozialistischen Partei, Natalia Vitrenko, hielt zu diesem Thema im April diesen Jahres bei einer internationalen Konferenz des Schiller-Institutes in Frankfurt einen ausführlichen Vortrag mit dem Titel »Eurasische Integration als Überlebenschance in der Weltwirtschaftskrise«, den Sie sich ansehen sollten, wenn Sie ein besseres Bild davon bekommen wollen, worum es hier eigentlich geht. Die Destabilisierung der Ukraine, die weit mehr als nur das Potenzial eines Bürgerkrieges entfalten kann, richtet sich direkt gegen Russland. Bei den verschiedenfarbigen Revolutionen in verschiedenen ehemaligen Sowjetrepubliken wurde das immer wieder sichtbar. Und was aus der Sicht des Imperiums in Syrien nicht funktioniert hat und was sich auch gegen Iran bisher nicht in Gang bringen lässt, bricht jetzt über die Ukraine herein. Clausewitz sprach einmal den berühmten Satz, Krieg sei nur die Fortsetzung einer bestimmten Politik mit anderen Mitteln. Und das ist genau, was man hier sieht. Die Ukraine soll in den Kontext der EU und der NATO eingebaut werden, für deren Vorwärtsverteidigung in Deutschland, Polen, Tschechien und Rumänien Raketenschilde errichtet werden, die direkt die Verteidigungsfähigkeit der Russischen Föderation untergraben, was schon an sich ein aggressiver Akt ist. Gleichzeitig gefährdet Präsident Obamas aggressive Politik im Pazifik gegen China den Weltfrieden. Schaut man sich diese Weltlage mal quasi von oben an, dann wird deutlich, dass wir entweder eine Friedens- und Entwicklungsordnung errichten oder nicht. Aber wenn nicht, dann wird es auch weder Frieden noch Entwicklung geben können. Die Veröffentlichung des apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium von Papst Franziskus ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt für eine solche Friedensordnung. Auch die Tatsache, dass Chinas Präsident Xi Jinping die Entwicklung der neuen Seidenstraße zur offiziellen Politik der Volksrepublik China macht, ist sehr wichtig. Aber vor allem muss der Kampf um Glass-Steagall jetzt gewonnen werden, in den USA genauso wie hier in Europa. Die Wall Street und die Londoner City müssen dicht gemacht werden. Und einen Kampf gewinnt man, indem man kämpft. Werden Sie Teil der wachsenden Bewegung für die Verteidigung der Menschenrechte weltweit, und schließen Sie sich uns an. Der gesamte europäische Imperialismus, einschließlich des heutigen britischen Imperialismus, beruht nicht auf Landmassen. Er beruht auf einer internationalen Organisation zur Kontrolle des Geldes. Dieses Geld wird also von privaten Interessen kontrolliert, von Individuen, die private Interessengruppen bilden, die die Kontrolle über das Geld errichten, ebenso über seine Erzeugung und seine Verwaltung. Und die Nationalstaaten sind dieser internationalen Kontrolle des Geldes unterworfen. Das britische Imperium, das sich aus diesem Prozess entwickelte, ist nichts anderes. Es ist nicht das Imperium des Volks des Vereinigten Königreichs. Es ist das Imperium eines internationalen Konsortiums, dessen Kontrolle über das Geld genutzt wird, um die Nationen zu beherrschen. Der einzige Fall, in dem das nicht gelang, war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich entstanden die Vereinigten Staaten schon ab dem 17. Jahrhundert. Zunächst durch die Kolonisierung Neuenglands, durch die Plymouth Colony und dann die Massachusetts Bay Colony. Das war der Grundstein, der Kern dessen, was später die Vereinigten Staaten wurden. Diese Leute kamen zuerst auf der Mayflower oder in die Massachusetts Bay Colony. Sie kamen aus den verschiedensten Teilen Europas, nicht nur aus dem englischsprachigen, um das Beste der Zivilisation über den Ozean in diese neuen Territorien zu bringen, um neue Völker zu treffen, um eine Zivilisation zu schaffen, die frei wäre von den kolonialistischen und imperialistischen Übeln Europas. Und das begann in Massachusetts, in dieser Form.
Das war der Anfang eines anderen alternativen Finanzsystems, das man ein Kreditsystem nannte, das Mitte des 17. Jahrhunderts in Massachusetts geschaffen wurde durch ein System von Bezugsscheinen. Das wurde später von Benjamin Franklin als Papiergeldsystem bezeichnet und es ist das Charakteristikum der amerikanischen Verfassung. Die Verfassung der USA lässt kein monetäres System zu, insbesondere nicht das System der Federal Reserve, die von Anfang an ein Akt des Verrats gegen die USA war. Sie zerstörte uns als Kreditsystem und machte uns zu Untertanen eines internationalen monetären Systems anstelle eines Kreditsystems. Unsere Verfassung schreibt bis heute vor, und das ist wesentlich für uns hier und heute, das zu berücksichtigen. Unsere Verfassung schreibt vor, dass wir kein monetäres System sind und dass wir keinem monetären System unterworfen sind. Wir sind ein Kreditsystem, wie es unsere Verfassung definiert und wie es die Geschichte definiert, die dieser Verfassung zugrunde liegt. Die einzige Autorisierung, Geld in Umlauf zu setzen, in den Vereinigten Staaten oder jeder anderen respektablen Nation, ist ein Akt des Staates und nicht, dass der Staat sich an irgendeinen internationalen privaten monetären Komplex wendet, bei dem er sich dann verschuldet. Die Ausgabe dieser Schulden ist entscheidend. Unsere Schulden beruhen auf unserem Willen und sie sind Schulden bei uns selbst oder durch Verträge mit anderen Ländern, Abkommen zwischen Nationen. Und das ist das Prinzip, das wir anwenden müssen, wenn wir jetzt unsere Zivilisation retten wollen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das monetäre System oder das monetaristische System, das auf den internationalen Finanzinteressen beruht, nicht auf Nationalstaaten, internationalen Finanzinteressen, was man auch Freihandel nennt. Was bedeutet Freihandel? Es bedeutet frei von Beaufsichtigung durch Regierungen. Es bedeutet frei von jeder Aufsicht durch Regierungen. Es bedeutet eine Weltregierung privater Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen arbeiten. Und darum ist es immer gegangen. Das war die Frage beim Tod Roosevelts. Am 12. April 1945 arbeiteten die Vereinigten Staaten unter einem Kreditsystem. Bis zum 12. April 1945 war es die amerikanische Politik für die Nachkriegszeit unter Roosevelt, ein weltweites Kreditsystem zu schaffen, kein monetäres System. Die USA wollten mit anderen Nationen durch Verträge ein internationales Kreditsystem schaffen, und die Macht, die wir für die militärische Produktion mobilisiert hatten, diese Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um Güter zu produzieren, die dann der Motor zur Befreiung der Völker vom Kolonialismus, zur Befreiung von der Unterdrückung sein sollten und Europa auf der Grundlage eines internationalen Kreditsystems neu zu organisieren. Das war die Absicht, die ausdrückliche Absicht von Franklin Roosevelt bei der berühmten Bretton Woods-Konferenz. Er hatte Keynes zurückgewiesen, angegriffen und abgelehnt. Wir wussten, dass das britische imperiale System von Keynes war und dass die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt befreit werden mussten, ein für allemal, von den monetären Systemen. Und dass die Macht eines Systems souveräner Nationalstaaten existieren musste, um mit den jeweiligen Kreditsystemen eine partnerschaftliche Kooperation zu schaffen. Das war Roosevelts Absicht. Aber am Tag von Roosevelts Tod und sein Nachfolger, Harry S. Truman, ohne Mittelnamen, nur ein S-Mann, Truman übernahm die Macht und kroch vor Churchill. Und seitdem haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Es gab natürlich Patrioten, die manchmal zaghafte Schritte machten und versuchten, den Einfluss der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, trotz des internationalen monetaristischen Systems. Aber dieses System macht die Vereinigten Staaten und andere Nationen zu Opfern internationaler privater Interessen, nicht Regierungen, und der Herrschaft internationaler privater Bankinteressen über die Idee des Geldes, keine Regierungen. Während unter dem amerikanischen System nur ein souveräner Nationalstaat und eine Partnerschaft zwischen solchen souveränen Nationalstaaten eine solche Macht haben sollte. Unser Fleisch ist sterblich, aber unser Geist ist unsterblich. Es ist wahr, dass wir alle eines Tages sterben werden.
Aber werden wir im Elend umkommen, wie diese zusammengebrochenen Gesellschaften? Oder wird unser Tod ein Triumph sein für diejenigen, die nach uns leben? Sie haben die Wahl. Und wenn Sie die richtige Entscheidung treffen, dann werden vielleicht unsere heutige Zivilisation und diejenigen der Zukunft eine Chance haben, in einer ästhetischen Welt zu leben. Einer Welt, in der die Bedeutung unserer Existenz in der Förderung und Pflege der inneren Schönheit des Menschen liegt. Wo wir uns selbst nicht als Bestien, sondern als Geschöpfe der Vernunft betrachten, die mit göttlichem Geist begabt sind, wie es unser Schöpfer beabsichtigte. Das kann unsere Welt sein und vielleicht irgendwann unser Sonnensystem, wenn Sie sich dafür entscheiden. Wenn Sie zum Verteidiger der Gerechtigkeit werden und wenn Sie das Mitgefühl zu Ihrem teuersten Freund machen und die Wahrheit zu Ihrem Bruder. Ein Sieg ist nicht garantiert, aber garantiert ist, dass die Menschheit in das finsterste aller finsteren Zeitalter stürzen wird, die die Geschichte je gekannt hat, wenn es uns nicht gelingt, den jetzigen Kurs zu ändern.